Hey Leute, hier ist King Pierre und mein Name ist Johannes und dieses Bart-Tutorial geht auf unseren Nacken. Denn heute zeigen wir euch, wie man den Hals und den Nacken mit dem King C. Gillette Rasierer wieder auf Vordermann bringt. Los geht's! Jetzt heißt es erstmal Gesicht waschen. Ich werde das hier gleich verwenden. Das ist das Beard and Face Wash, damit ich meine Haare und meine Haut auf die Rasur vorbereite. Und bevor ich das tun kann, erstmal brauche ich Wasser, ne? Ja. Und? Ah, Handtuch. So, wir haben jetzt hier das transparente Shave Gel und das trage ich jetzt mal auf meine Haut auf. Das Gute daran ist, dass, wie der Name schon sagt, transparent. Das heißt, man sieht gut, wo die Barthaare noch sind. Ich habe richtig wachsen lassen. Und lasst es ruhig auch ein bisschen einwirken, einfach, dass die Haut oder dass die Haare weicher werden. Dann geht es mit der Rasur umso einfacher. Und dafür haben wir heute hier den King C. Gillette Hals- und Nackenrasierer. Boah, ich mache mir heute so einen richtig geilen Nicolas Cage-Bart. Und die SkinGuard-Technologie, die sorgt eben dafür, dass da genug Abstand ist. Einfach bei sensibler Haut optimal. Ah, der Rasierer gleitet richtig gut durch die Haut. Das liegt hier an diesen Luba-Strips. Die sorgen eben dafür, dass die Haut gut befeuchtet wird vor und hinter der Klinge. Und deshalb kann die Klinge selbst dann sauber durchfahren. So, der erste Part ist geschafft. Ich habe den neuen Look. Johannes zeigt euch jetzt, wie man die Konturen richtig sauber hinbekommt. Und ich bin gespannt, wie er sich mit seinem Nacken anstellt. Ich zeige euch jetzt ein richtig nices Feature an dem Rasierer. Der hat nämlich nicht nur diese zwei Klingen, sondern der hat hier auch noch eine Klinge. Und die ist für die Konturen. Ich jetzt auch noch nie einen Rasierer, den man umdrehen kann und einfach die Rückseite weiter benutzt, aber ist cool, sehr cool. So, jetzt muss ich damit meinen Nacken rasieren. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Ich bin gespannt, wie ich mich schlage. Ich habe noch nie alleine meinen Nacken rasiert. Habe ein bisschen Angst, aber ich suche mir jetzt, glaube ich, noch einen zweiten Spiegel und dann. Yes! Meine Sorge war ziemlich unbegründet. Das geht echt gut. Auch ohne Spiegel komme ich ganz nice hin und ich spüre auch, dass der einfach smooth über meinen Nacken gleitet. Ich glaube, ich mache das jetzt immer. Das war's mal wieder von uns beiden. Wir sind königlich hergerichtet. Schaut doch unsere anderen Bart-Tutorials. Auch du kannst ein King Pierre sein. Jeder kann ein King sein. Und like das Video, abonnier den Kanal. Ciao.